Servus Leute, zurück zu Let's Play Magic Duels Battle for Zendikar. Wir haben das letzte Mal die Eldrazi in einem harten Kampf besiegt und die Stadt zurückerobert. Doch eine große Silhouette, ein Eldrazi-Titan, kommt immer näher und ist auf dem Kriegspfad. Hier ist Nissas Bild, vielleicht hat Nissa eine Idee, was wir dagegen tun können. Du berätst dich mit den anderen Planeswalkern. Ihr seid euch einig, dass Ulamog aufgehalten werden muss. Aber ihr könnt euch nicht auf eine Strategie einigen. Kiora will keinen Kompromiss eingehen und stimmt hinaus aufs Meer. Ihr könnt es euch nicht leisten, noch jemanden aus dem Team zu verlieren. Du musst Nissa und Jace von deinem Plan überzeugen. Oh, muss ich das? Jace Balern, Planeswalker. Nissa ist deine Gegnerin, aber Jace unterstützt sie im Kampf gegen dich. Wenn du eine Auffrischung in Sachen Planeswalker kommst, ja, das ist super. Ja, mit dieser mickrigen Armee muss ich gegen Nissa und Jace gleichzeitig. Okay, ich habe jetzt drei Farben, wie es scheint. Oh, das ist ein abgeschwächter Jace. Das ist okay. Der ist nur abgeschwächt. Das macht dann nichts. Ein Spieler, jeder Spieler. Die obersten 10 Karten. Jetzt nicht so das Schlimmste. Das ist schon schlimmer. Die Kreatur muss sterben. Ist eine Option. Fangen wir mit einer 3-2 an, die mir Leben wiedergeben kann. Das können wir gebrauchen. Gideons Tadel würde ich gerne spielen. Könnte ich vielleicht nächsten Zug spielen? Um die loszuwerden. Oh, du willst gar nicht angreifen. Was ist das? Aha. Bis zum Ende des Zugs. Oh, das ist gut. Oh, das ist auch gut. Oh, das ist sehr gut. Moment, dann brauche ich zweimal grün. Das ist sogar ausgezeichnet, würde ich sagen. Dadurch kriege ich... Diesmal habe ich sehr viele Kreaturen. Im nächsten Zug werden die Armeen dann groß. Oh, kann es sein, dass mein... Oh, Nissa ist screwed. Ein Traum wird wahr. Ich gewinne durch Mana Screwed des Gegners. Oh, schade. Oh, schade. Bringen Sie denn die Schmiede... Ja gut, das ist jetzt nicht der Weltuntergang. Im Gegenteil. Dadurch, dass du screwed warst, ist das für mich von Vorteil. So, meine Kreaturen werden bedrohlich. Und noch viel wichtiger, sie kriegen auch noch Erstschlag. Und Lebensverknüpfung ist ja natürlich auch dabei. Okay, den können sie blocken und töten. Aber in dem Fall... Tja. In dem Fall nehme ich trotzdem mindestens einen mit.
Will ich mit allen Jays angreifen? Ja, ich will mit allen Jays angreifen. Und sie lässt es zu. Jays ist schon mal raus aus dem Spiel. Schade, da hätte ich auch mit einem sie angreifen können. Naja, jetzt hat sie leider Länder. Das ist blöd. Aber ich glaube, Reichweite. Ich glaube, das ist trotzdem machbar. Beziehungsweise, es ist jetzt schon zu schwierig für meinen Gegner irgendwas zu reißen. Dank den zwei Großen. Wie sie jetzt alle triggern. Ja, das gefällt mir so. Ja. Ja, ja, schlag alle. Gut. Die zwei Großen greifen an. Ja, ist mir recht. Dann lieber das Viech mit Reichweite. Das hat einfach mehr Leben. Das ist das Gefährliche. Der hat nicht so viel Leben. Oh, Nissa, Nissa, Nissa. Wilde Instinkte, du willst kämpfen? Ah, du willst, dass ich nicht mehr bekomme. Schade. Dann bist du am Ende des Zugs. Ja, dein ganzes Deck ist irgendwie auf Länder aufgebaut und du hast irgendwie keine Länder. Das ist natürlich... Irgendwo ist da der Wurm drin, würde ich sagen, Nissa. Irgendwo ist da der Wurm drin. Okay, jetzt beobachten wir es wieder. Schön, alle triggern wieder. Oh. Warte, wieso wurdest du nicht besser? Oder ein anderer Verbündeter? Ach, Verbündete! Die haben alle Verbündete! Du bist eine Katze, du bist kein Verbündeter, du bist auch kein Verbündeter. Verstehe, das ist ja eine ganze Fraktion hier, die ich befehlige. Und das ist angenehm. Dann würde ich mir sagen, all in. Falls jemand blocken will, habe ich immer noch was auf der Hand. Falls überhaupt notwendig. In dem Fall ist es nicht notwendig, um Nissa von unseren Argumenten zu überzeugen. Yes, mehr Money, mehr Money. Gefallen mir die neuen Quests wirklich? Ihr einigt euch auf einen Plan, Ulamog einzusperren und so zu besiegen. Jeder von euch spielt dabei eine wichtige Rolle. Während Nissa und Jace die Polyeder zusammenstellen, um den Titan einzufangen, musst du angreifende Eldrazi in Schach halten. Das hört sich nicht leicht an. Gemessen an den Gegnern. Alles klar, angreifende Eldrazi aufhalten. Unter deinem Schutz gelingt es Jace und Nissa, die Polyeder auszurichten und Ulamog einzuführen. Doch plötzlich taucht eine neue Welle von Eldrazi aus den Tiefen der See auf. Sie sind überall. Es bleibt keine Zeit zum Planen. Du musst kämpfen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Ulamog seine Fesseln durchbricht. Besiege ihn, bevor es zu spät ist. Ulamog. Eldrazi-Flut. Tja. Das hört sich gut an. Oh, das ist auch gut. Dann fangen wir an mit... Ich brauche Weiß. Dafür. Dafür brauche ich zwar Grün, aber erst Weiß. Außerdem braucht sie auch Weiß. Da haben wir das Grün, das mir noch fehlte. Mhm. Okay, okay, okay. Wir müssen angreifen. Wir müssen so schnell wie möglich angreifen. Wir müssen eine Armee aufbauen. Eine riesige Armee. Der Gegner hat wieder grün-schwarz. Und hat wieder diese hässlichen Viecher.
Oh. Ja. Zum Angriff. Zum Angriff! Verbündete. Mit Erstschlag und Life Leech. So, danach im nächsten Zug. Ah, mir fehlt was für den vierten Zug. Mir fehlt ein Four-Drop. Oh, du greifst nicht an. Das finde ich gut. Was ist das? Das ist neu. Stirb bringen. Okay, das ist okay. Das ist vollkommen okay. Das ist absolut kein Problem. Da hätte ich was. Konvergenz. Bringe eine Farbe von Mana, die ausgegeben wurde, für eine Front zu wirken. Das hört sich doch geil an. Das hört sich richtig geil an. Ja, Trigger noch mehr. Das war wichtig. Mehr Farben habe ich gar nicht zur Verfügung. Ah, jetzt brauche ich bloß... Ach, ich bräuchte unbedingt... ein weiteres Mana. Mir macht der Angst. Nicht, dass der bei genügend Mana gespielt wird. Will ich das? Nee. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt was ziehe. Deswegen lieber das Viech loswerden. Wenn ich jetzt nichts ziehe. Das ist okay. Das ist okay. Entweder eine Kreatur, die ich spielen kann, oder... oder ein Land. Ein Land wäre mir natürlich gerade lieber gewesen. Aber es ist okay. 5 extra Leben. Und das Gute ist, er ist screwed. Er ist Mana screwed. Das gibt mir gerade nochmal Hoffnung. Ja. Was ist das? Erhöhe den Mana-Vorrat. Aber er hat dafür seinen anderen verloren. Heißt, er hat bloß prinzipiell ein Land gespielt. Aufblitzen, wenn die Schlinge... Schicke eine Kreatur einmal. Bis die Schlinge das Spiel verlässt. Ja gut. Besser als nichts, sagen wir es mal so. Wir haben Zeitdruck. Ich will gar nicht wissen, was passieren kann. Neun Schaden. Leider. Nur 9 Schaden, kein Leben für mich. Was kommt hier? Was kommt hier? Mana. Der will Mana. Oh. Du bist eine Kreatur. Ja, wunderbar. Dann wirst du auch verschwinden. Oh. Oh. Oh, ein Land. Ah. Nee. Muss ich leider nochmal so machen. Es ist wichtiger, dass die verschwindet. Ich kann mir denken, dass er Mana braucht, um beschworen zu werden. Das war schon mal in einer Mission so, dass es eine Zeitsache war, bis er beschworen konnte. Das war Nissas Kampagne. Da war es eine Vision. Jetzt wäre das echt so. Deswegen müssen wir... Oh, shit, was kann der? Bringen... Ja, dafür... Opfer eine Kreatur... Okay. Das ist... kein Problem. Absolut kein Problem. Das ist nämlich Victory. Oh, was ist das? Stärke 4 oder größer? Habe ich nicht. Ich habe mehrere Möglichkeiten jetzt. Ich wähle diese.
Weil jetzt werden alle erstmal mit Erstschlag versorgt, dann mit Lebensverknüpfung und dann auch noch +2/+2, wenn ich das richtig gelesen habe. Wusch. Zum Angriff. Yes. Yes. Wir waren siegreich. Du hast alles gegeben, um die Eldrazi lange genug abgewehrt, sodass Jace und Nissa Ulamog mit einem mächtigen Strahl gebündelter Energie angreifen können. Es funktioniert. Wenn ihr drei noch einen Moment durchhaltet, habt ihr gewonnen. Genau in diesem Moment fängt die Erde unter euch an zu beben. Hey. Was? Neue Karten zu meiner Sammlung hinzugefügt. Verbündete Archetyp freigeschaltet. Überrenne deinen Gegner mit ständig wachsenden Armeen von Verbündeten. Das ist fast. Die Verbündeten sind fast wie Remasuri. Oh, Remasuri wären geil. Verwerter. Manipuliere um das Spiel mit mächtigen Common-Spielfähigkeiten zu dominieren. Das meinen sie mit Archetypen. Verbündete und Verwerter. Zwei neue Decks. Oh yeah. Aber ich habe keine Karten gewonnen, oder? Meine Decks. Kampfmodus. Hauptmenü. Kartensammlung. Das hat jetzt nicht... Oder hat es... Doch, scheinbar. Ich habe neue Karten. Sendika. Ja, ich habe ein paar neue Karten bekommen. Das ist schon mal gut. Dann muss man nicht so viele freischalten, wenn es auch jetzt nicht die stärksten Karten sind. Verwerter, Verbündete. Verwerter. Kannst du eine Karte dir entgegen? So. Eldrazi Verwerter. Finde ich interessant. Kreatur hat keine Farbe, ist aber ein blauer Spell. Kann nicht geblockt werden. Wachsamkeit. Erstschlag. Und die bufft mal einfach alle. Sehr interessant, sehr interessant. Was fehlt dann eigentlich noch an Karten? Hey. Moment. Hä? Was ist das hier? Moment. Welche Karten fehlen mir denn dann noch? Habe ich dann schon alle? Hä? Gibt keine Lücken mehr? Moment. Shop. Shop. Booster Pack. Battle for Zendikar. Rein theoretisch gehen da einige Packs. Man kann aber nicht erkennen, welche Karten jetzt noch kommen. Haben sie das wohl rausgepatcht? Das weiß ich nicht. Der Kampf um Zendikar ist also nicht beendet hier. Wir haben zwar die Schlacht gewonnen, aber kurz bevor wir ihn einsperren wollten, bebt die Erde. Zendikar erwacht. Das wird dann die dritte Erweiterung im Block, weil Magic besteht meistens aus drei Erweiterungen. Origins könnte man jetzt als Beginn der Story nennen. Dann, oder das Battle of Sandy, for Zendikar, die Beginn. Und normalerweise in drei Folgen geht's dann. Wird dann eine Geschichte erzählt. Drei Episoden. Jetzt haben wir eine gerade gespielt mit Battle for Zendikar. Wie geht's da weiter? Das werden wir erst herausfinden, wenn Magic Duels wieder gepatcht wird. Mit einem neuen Update, wenn auch im richtigen Spiel die Karten draußen sind. Erst dann wird es hier mit der Story weitergehen. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.